möchte über die erste, die einen sagen edle Wahrheit, die anderen sagen die erste Wahrheit und die nächsten sagen die erste Aufgabe. Ist völlig egal, es dreht sich um das Gleiche. Aber auch hier wieder, wir haben hier eine lebendige Lehre vor uns liegen und wir nähern uns ihr immer wieder neu aus unserem eigenen Verständnis, bringen sie zu unserem Leben, zu unserer Praxis und daraus heraus finden wir vielleicht andere Worte, andere Aspekte, die wir dann entdecken. Ich mag die Auslegung oder diesen Ansatz, die erste bla 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 als Aufgabe zu sehen. Ja. Und da dreht es sich um, was wir wahrscheinlich schon gehört haben, um die Auseinandersetzung mit Leiden oder auch Dukkha auf Pali. Und auf Pali Dukkha ist ein bisschen hilfreicher, diesen Begriff sich anzugewöhnen, aber ihn dann nicht im Kopf gleich nur mit Leiden zu übersetzen, weil Dukkha bedeutet mehr als nur Leiden, was wir so eng unter Leiden verstehen, eben die Schmerzen im Körper, ja, die schwierigen Gefühle. Das gehört dazu, aber Dukkha meint noch ein bisschen mehr. Es gibt die Übersetzungen von Leiden, von Stress manchmal, ist noch ein bisschen eine andere Qualität. Manche sagen auch Angst im philosophischen Sinne, also im tieferen Sinne, existenzielle Angst. Unzulänglichkeit, Unberechenbarkeit, die Unfähigkeit zufriedenzustellen sind alles Aspekte von Dukkha. Und doch, manchmal habe ich das Gefühl, es gibt auch Aspekte von Dukkha, die wir nicht wirklich mit Worten fassen können, sondern erfahren können. In den Lehrreden finden wir immer wieder die Beschreibung für Dukkha. Da heißt es dann, Geburt ist Dukkha, Altern ist Dukkha, Krankheit ist Dukkha, Sterben ist Dukkha. Und da jetzt Leiden zu übersetzen, würde das so ein bisschen in eine falsche Richtung lenken. Das stimmt zwar für Altern manchmal, kommt darauf an, welche Altersspanne wir gerade betrachten. Fängt ja schon mit Baby an, da fängt das Altern an. Ja, wir sagen zwar, es fängt das Werden an, aber eigentlich altern wir dann schon. Ja, so. Aber da ist ja noch ein sehr freudvoller Aspekt dabei, oder wir sehen das sehr freudvoll. Ja, schon wieder gewachsen. Wow, super. Wenn wir ein gewisses Alter überschritten haben, empfinden wir das wieder als abwärtsgehend. Ne? So. Für die einen ist es mit 20, die anderen mit 30. Also wenn wir eben unter 20 sind, ist 30 ja schon wirklich die Grenze, ja, des Denkbaren. Dann, wenn wir dann Richtung 30 selber gehen, wollen wir die gerne ein bisschen verschieben. Wir wollen ja nicht gleich zum alten Eisen gehören. Dann sind wir bei 40 am Ende und dann geht das immer weiter und irgendwann denken wir, ich bin eigentlich im besten Alter. Nur niemand denkt so wie ich. Oder viele nicht. Und Sterben ist auch oft mit Leiden verbunden, aber manchmal eben auch nicht. Genauso Geburt. Also, aber wirklich, was hier angedeutet wird, ist einfach so eine existenzielle Dimension von Dukkha. Einfach Leben per se, das heißt nicht, dass Leben per se leidvoll ist. Bitte nicht, das wird ja sehr pessimistisch. Leben ist auch was ganz Kostbares, was Wertvolles, was Schönes. Aber es hat in sich immer eine sehr seltsame Komponente, dass es wieder aufhört. Ja? Dass wir geboren werden und dann einfach wieder nicht da sind. Das ist irgendwie sehr strange. Da mühen wir uns ab, ja, uns zu entwickeln. Da sitzen wir hier rum, Tag ein, Tag aus und, was wir alles tun. Und am Ende sind wir einfach weg. Also wir können natürlich die Wiedergeburt bemühen. Das würde dann wieder einen Sinn ergeben. Wir können auch das Paradies bemühen, das würde wieder einen Sinn geben. Ich persönlich neige dazu, das einfach mal rauszunehmen und mit dieser Unbequemlichkeit zu sitzen. Ja, es ist einfach eine sehr seltsame Angelegenheit, damit zu bleiben. Ja, es ist wunderbar, es ist köstlich, dieses Lebens, ganz besonders, um einfach wieder zu vergehen. Es ist unfassbar. Und wir suchen dann krampfhaft nach einem höheren Sinn. Wenn wir es einfach mal lassen und aushalten, das finde ich eine ganz schöne Qualität von Dukkha. Da spüren wir was. Und dann sagte der Buddha aber auch, er nannte auch sehr
gängige Beispiele von Leiden auch, ja, Sorge, Jammer, Trübsal, Schmerz, Verzweiflung sind Dukkha. Die kennen wir alle und die verstehen wir oft auch wirklich als Leiden. Und da sollte man sich auch nichts verschönern. Das ist einfach schmerzvoll, ist leidvoll. Dann, wenn wir da nicht gerade sind, im Sorgental, im Jammertal und im Schmerz und Trübsal und Verzweiflung, was ja zum Glück nicht immer da ist, so kennen wir doch wirklich Tag ein, Tag aus Qualitäten von Dukkha. Nämlich mit Unlieben vereint sein ist Dukkha. Ja, also wenn ihr einen Nachbar habt hier hinter euch, vor euch, neben euch, die da immer rumzuppeln oder erkältet sind oder sonst was machen, was völlig okay ist, die rumzuppeln und erkältet sind und ihr dürft weiter. ja. Und dennoch kann es sein, dass jemand um euch herum sagt, oh, warum sitzt du nicht woanders? Also das mit Unlieben vereint sein. Das ist ganz gängig, ganz normal. Es geht uns so, manchmal sind wir diejenigen, die anderen auf den Geist gehen. Manchmal gehen uns andere auf den Geist. Manchmal sind es unsere Lieben, unsere wirklich, die wir gern haben, gehen uns auf den Geist. Ja, oder? Die sind manchmal unbequem. Ja, die sind manchmal nörgelig, die wollen was anderes, sind ein bisschen irgendwie gestresst oder ne, so. Und irgendwie scheinen die nicht aufzuhören. Da gibt's eine Quelle, unendlich. Da sprießt immer mal wieder jemand hervor, den wir eigentlich gerne loswerden würden. Und eben, manchmal sind es diejenigen, die uns ganz nahe stehen. Daran merken wir, wie unpersönlich das ist, dass es eben nicht damit zu Ende ist, wenn wir die eine und andere Person austauschen. Ja, die verändert sich einfach, die kriegt halt ihren Schnupfen, dann ist es schon wieder. Seht ihr, was ich meine? So ein bisschen das eine, wenn es das eine nicht ist, ist es was anderes. Irgendwas kommt schon daher, es gehört dazu, es ist Dukkha. Oder von Lieben getrennt sein ist Dukkha. Jetzt haben wir endlich mal, manchmal sind wir ja so Phasen, da scheinen wir keine Freunde, keine Partner zu haben, irgendwie alles läuft schief, ja. Und dann sind wir ja am Jammern. Und dann auf einmal ist es anders, dann kommen wieder diese netten Freunde daher, die Partner und dann. Und dann sind wir auf einmal irgendwie, müssen die irgendwo hin oder irgendwie weg oder wir oder auf einmal sind wir getrennt von denen, wir kamen hierher, wir dachten, naja, ist doch super. Und wir sitzen hier voller Sehnsucht zum Beispiel, ja, von Lieben getrennt sein ist Dukkha. Das ist so hier wirklich gemeint. Es widerfährt uns immer wieder und das ist nicht nur Personen gemeint, sondern Erfahrungen auch gemeint, ja. Wir wollen ja unsere Ruhe, wir wollen Entspannung, wir wollen Klarheit, wir sitzen hier, sind erschöpft, sind groggy, uns tut alles weh und der Geist hüpft durch die Gegend. Also auch in dieser Richtung ist es gemeint. Das kennen wir doch irgendwie alle. Und das passiert einfach den ganzen Tag immer wieder, wenn ihr mal drauf achtet. Und dann denken wir, ich habe was falsch gemacht, ich sollte anders sein und dann verstricken wir uns wunderschön in irgendwelchen Reaktivitäten, die es meistens nicht sehr viel besser machen, sondern einfach oft verschlimmern. Das ist so ein bisschen, wenn wir hinschauen, was wir entdecken. Nicht erlangen, was man begehrt, ist Dukkha. Wunderschön. Ich finde, er hätte noch ergänzen können, erlangen, was man begehrt, ist auch Dukkha. Das ist nämlich wunderschön. Wir denken, ach, mein Glück fängt an mit der neuen Stelle, mein Glück fängt an mit dem neuen Partner, mein Glück fängt an mit bla bla bla. Und dann haben wir das Schöne und wartet einfach nur lang genug und ihr werdet feststellen, ihr seid nicht immer glücklich. Auch wenn die Person oder das, die Sache immer noch wirklich schön und freudvoll ist, wird's euch nicht vollkommen erlösen von jeder Form von Dukkha. Also, und meistens halten einfach diese Träume auch nicht. Der Traumprinz wird dann einfach auch eben ein normaler Mann oder die Prinzessin eine normale Frau. Und die Arbeitsstelle hat dann auch Vor- und Nachteile oder der Chef wechselt oder die, was weiß ich. Ja, es bleibt nicht so, es ändert sich und auch da sehen wir enden nicht in vollkommener Glückseligkeit. Also das in dem Sinne, dass es ist immer und dauerhaft und nur schön.
ja, wie man es gerne hätte. Und am Ende sagt der Buddha kurz gesagt, die fünf Gruppen des Anhaftens sind Leiden. Und dieser letzte Satz ist sehr, sehr wichtig und bezeichnend, und ich werde darauf nochmal extra eingehen. Dieses Anhaften, das bezeugt, dass es nicht die Dinge sind, die dieses Dukkha herstellen, sondern wie ich in Beziehung bin zu dem, was ist, und auch zu dem, wie es in mir ist. Und letzten Endes geht es darum, nicht die Dinge zu beseitigen, es wird schwierig, geht nicht, uns zu beseitigen, bringt irgendwie auch nicht wirklich was, sondern dieses Anhaften zu beseitigen. Das können wir tatsächlich, und da kommt was Schönes dabei raus. Und das finde ich ganz schön, dass der Buddha das ausprobiert hat. Ja, das wusste man vorher nicht. Und er hat es mal drauf ankommen lassen und hat es riskiert, es mal zu durchschneiden, und fand danach den tiefen Frieden, tiefe Freiheit im Herzen. Also Frieden nicht nur eine gleichförmige, friedvolle Atmosphäre, sondern im Kontakt mit was immer auch ist, Dukkha oder nicht Dukkha, einfach tief Frieden. Das heißt, die Beziehungsqualität hat sich geändert. Nicht die Dinge, nicht die Erfahrungen haben sich geändert. Und das ist etwas, was wir irgendwie sehr, sehr lange brauchen, um das wirklich in uns nicht nur zu verstehen, sondern dass etwas in uns das wirklich kapiert und wir uns einlassen auf jede Erfahrung mit einer anderen Haltung. Und um dahin zu kommen, bittet uns der Buddha eben da, finde ich, diese Ansicht, diese Aufgabe, es als Aufgabe zu verstehen, sehr hilfreich. Der Weg dahin geht darüber, nicht unserem Leiden davonzulaufen, Leiden, Dukkha, nicht es irgendwie in der Ecke zu schieben, das darf nicht sein. Wie kann ich es nur überwinden, also auch schon wieder wegzusteuern, sondern es zunächst einfach mal tief zu verstehen. Also wenn irgendwie diese Form von Dukkha auftauchen, mich ihnen zuzuwenden. Ich will das verstehen. Schon allein das, wenn wir tief schauen, ist eine vollkommen andere Beziehung zu dem, was sich da ereignet. Und wir merken auch oft, wenn wir davon, vielleicht ging es euch auch am Anfang schon so, ach Gott, ich musste schon wieder über Leiden reden, ne, über Dukkha. Es ist nicht das, was wir am liebsten hören und uns zuwenden. Also wenn ihr Bücher schreibt und ihr wollt einen Titel vorschlagen, Leid, verstehen, Leid, dann werden viele sagen, bloß nicht Leid, Titel. Das legt jeder wieder weg. Glück, Freude muss da drin stehen. Ja, so da greifen wir zu. Und also in dem Sinne war der Buddha auch, finde ich, sehr mutig, dass er einfach wirklich sagte, womit ich mich beschäftige, liebe Freunde, also der Buddha war damals ein Wanderer wie alle anderen, ja, einer unter vielen. Abhängig von Spendengaben anderer. Also er war darauf angewiesen, dass er irgendwo ein bisschen ankommt. Ja, so. Und dennoch hatte er die Leute mit etwas, hat nicht ihnen etwas gesagt, was sie hören wollen, sondern er hat etwas geteilt, was er wichtig fand. Und sie mit etwas und uns damit auch mit etwas Herausfordernden ganz direkt konfrontiert, eben mit Dukkha. Diese Realität in unserem Leben, von der wir oft so gerne wegweichen, die wir gerne ausblenden, den Schuldigen woanders sehen, irgendetwas bekämpfen oder wegstreben davon. Stattdessen sagt er, hey, womit ich mich hier beschäftige, in meiner Lehre, wenn ihr mir zuhören und folgen wollt, ich beschäftige mich mit Dukkha. Das ist, finde ich mutig. Ich persönlich, als ich dem Weg begegnete vor 28 Jahren in Indien, ganz wirklich sehr, sehr irgendwie ein bisschen unerwartet, ungeplant und nicht vorhersehbar. Das war nicht auf meiner Linie. Ja, so irgendwelche Spiritualität und Religion reibt mir vom Leib. Also ich war da eher so ein bisschen sehr anders eingestellt, aber ich liebte ihn über den Weg und ich begann zu meditieren und das Erste, was ich entdeckte, war Dukkha.
also Dukkha in mir und nicht nur im Körper. Der war auch da, Rückenschmerzen ohne Ende. Aber auch inneres Dukkha. Und ich war am Ende froh, einfach dem so direkt begegnet zu sein, wirklich mit der Nase draufgestoßen worden zu sein, ohne wegfliehen zu können oder eingeladen zu werden, können tun wir es ja, aber eingeladen zu werden, hinzuschauen statt wegzuschauen. Und ich fand es sehr befreiend, einfach diesen Aspekt in meinem Leben anzuerkennen, statt wegzulaufen. Ich wusste noch nicht, was ich jetzt damit mache, ja. Also ich hatte irgendwie, sie sprachen zwar immer von Freiheit und, ne, und allem Möglichen, aber das war irgendwie, ich konnte mir gar nichts drunter vorstellen. Erstmal war ich einfach in diesem Duckerland gelandet. Aber dieses zu wissen, wo ich bin, wo mein Leben auch wirklich diese Aspekte zu sehen und statt sie wegzublenden, fühlte sich irgendwie runder an, als einfach zu tun, als ginge es mir gut. Also nur gut. Ja, es gab auch Dinge, die waren gut. Es ist ja nicht so, dass es immer nur schlecht ist. Aber einfach dieses wirklich das Ganze sehen, so wie es ist, ich fand es erleichternd. Damit beginnt unser Verstehen. Unser Verstehen beginnt damit, dass wir anerkennen, wenn es da ist, dass es da ist. Bitte, es gibt auch Momente ohne Dukkha. Es gibt auch Momente, da sitzt ihr, da seid ihr wach und klar, da tut nichts weh im Körper. Da stimmt es auch mit dem Umfeld, das ist ein Moment von innerer Zufriedenheit da, ja. Diese Momente gibt es. Wobei, wenn ich noch weitergehe, dann merkt ihr, und die werden eingeschlossen auf einer bestimmten Ebene, aber es gibt Momente, und da gibt auch ein Pali-Wort dafür, das heißt Sukha. Es gibt auch Sukha, Momente von Sukha. Und das ist auch da. Also, dass wir die auch bemerken. Dieses Bemerken von diesen Aspekten von Dukkha ist der erste Schritt zum Verstehen von Dukkha. Nur das Bemerken ist noch lange nicht, dass ich bereit bin, wirklich mich aus dieser Abwehrhaltung, aus diesem Negierhaltung wegzubewegen in ein wirklich offenes Interesse. Ja, ein offenes Interesse zu verstehen. Nicht zu verstehen, um loszuwerden, sondern wirklich das offene Interesse, ich will dich verstehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus zwischenmenschlichen Begegnungen. Manchmal wollen wir verstehen, um, ich will dich verstehen, damit ich weiß, wie ich dich rumkriege, oder ich will dich verstehen. Oder einfach offenes Interesse, wirklich einfach, ja, wo ich nicht gleich eine Erwartung habe, einen Anspruch noch im Hintergrund habe, ja. Ich habe das heute einmal gesagt in einer der Gesprächsgruppen. Wir setzen uns hin, wir sind mit dem Atem. Wir wollen im Moment da sein, präsent sein, wissen, was ist. Das ist unsere Intention. Ob der Atem dann das Objekt ist, das Hören das Objekt ist, ein Gefühl des Objektes ist nicht so wichtig. Wir wollen aber in Kontakt sein mit unserem Erleben in diesem Moment und darum wissen. Aber dann, ja? Ihr habt's ja gemerkt. Ihr setzt euch hin mit dieser Intention und dann träumen wir hierhin, träumen wir dorthin. Unser Geist macht dann, was er will, wandert hierhin, wandert dorthin. Wir haben das nicht in der Hand. Das heißt, wir setzen uns hin mit einer Intention und dann sind wir wieder ergebnisoffen. Statt, jetzt habe ich es wieder verloren und dort verloren und dann wird es so schwer und mühselig, da hauen wir uns immer eine runter, eine rein. Das wollen wir nicht, das macht's nicht schön, das macht nur mehr Dukkha. Also mehr Dukkha müssen wir jetzt nicht herstellen, soweit wir es können. Und das ist gar nicht so einfach, eine Intention haben, immer wieder das Ergebnis, den Anspruch, die Erwartungen, die Hoffnungen, wie es sein soll, danach aufzugeben. Und trotzdem eine Intention aufrechtzuhalten, das ist gar nicht einfach. Aber dazu üben wir. Also wir wollen es verstehen. So wenden wir uns dem wirklich offen zu, was jetzt ist. Und wenn Dukkha erscheint auf verschiedenen Ebenen, was ist das? Was ist das genau? Und wo ist der Aspekt von Dukkha, von dem, wo ich was verändern kann? Und was kommt dabei raus? Das ist wirklich eine Forschung, das ist eine Reise. Ja? Seid ihr schon mal auf eine Reise gegangen? Macht viel mehr Spaß, wenn wir einfach auf Entdecken gehen, ja? Statt schon
Ich muss das abklappern, jenes abklappern, das bewältigen, noch in dieses Museum, das muss ich auch noch sehen. Es gibt richtig mega Stress. Aber wenn wir mit so einem Entdeckengeist durch die Gegend gehen, lassen wir uns überraschen, wir lassen uns auch ein wenig fühlen, wir haben ein paar Ideen, aber wir sind nicht so eng. Und in dem Sinne kann es eine sehr, sehr interessante Reise werden, auf die wir uns begeben. Das Verstehen von Dukkha ist auch der Weg in unser Herz. Auch deswegen finde ich das so wichtig. Wenn wir wirklich tief Dukkha verstehen, werden wir auch tiefes Mitgefühl entfalten können. Und vor allen Dingen, wenn wir unser eigenes Dukkha verstehen, unseren eigenen Schmerz, unsere eigene Verlassenheit, unsere eigene Unzufriedenheit, was immer es ist, dann verstehen wir auch den Schmerz der anderen. Wir können uns ganz anders einfühlen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt im Laufe eures Lebens, dass ihr hattet einen Schmerz, jemand anders hatte einen Schmerz, entweder einen Zahnschmerz oder eine wurde verlassen oder betrogen, belogen, keine Ahnung wie, irgendwas verloren, eine Stelle oder eine Fähigkeit im Körper und. Und wenn es euch irgendwann im Laufe eures Lebens dann auf einmal ähnlich geht, ja, auf einmal versteht ihr den Schmerz besser, den jemand anders hattet. Ihr habt auf einmal eine ähnliche Erfahrung. Ihr wurdet auch belogen, auch betrogen, auch verlassen. Ihr habt auch eine Kündigung bekommen, zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die sind einfach schmerzvoll. Und auf einmal, jetzt verstehe ich, wie sich das anfühlen kann. Und damit weitet sich auch unser Mitgefühl, von dem Nama Irene heute sprach und immer wieder sprechen wird. Und auch ich. Dieses Mitgefühl kann dann wirklich wachsen. Auch ganz schön ist, wenn wir leiden, beginnen zu verstehen, wir werden verschiedene Dimensionen entdecken. Und diese verschiedenen Aspekte, Gruppen oder ja, wie immer wir es einteilen, zu entdecken, zu differenzieren, hilft uns auch, Wege zu finden, genauer zu schauen, wo, wie, was kann ich tun, damit sich mein Dukkha mindert. Wie gesagt, es ist nicht nur verstehen, wir dürfen auch Wege finden, unser Dukkha zu lindern. Also wenn wir Zahnschmerzen haben, dürfen wir durchaus zum Zahnarzt gehen. Ja? Das ist dann nicht nur Abwehr von Zahnschmerz. Ich will den nicht haben. Das ist auch sinnvolle Aktivität. Wenn euer Knie beim Sitzmeditation ständig weh tut und nicht aufhört, weh zu tun, wenn ihr aufgestanden seid und geht, ist es sehr sinnvoll, in einer anderen Position zu sitzen. Ja, also es ist nicht, dass wir da nicht auch ein Handlungsimpulsen folgen und entdecken. Nur wir wollen wirklich genau hinschauen, wann ist welche Handlung sinnvoll. Dazu auch wollen wir uns dem Dukkha zuwenden, den verschiedenen Formen davon. Es gibt existenzielles Leiden, was uns begegnet, ja, geboren werden, das ist noch nicht so ganz offensichtlich, aber dann älter werden, alt werden, krank werden, sterben. Das ist ein Zyklus, der erstmal grundsätzlich unvermeidbar ist. Während anderes körperliche Dukkha können wir manchmal tatsächlich vermeiden. Zum Beispiel, wenn wir uns an Jyotis wundervollen Mittagessen und Abendessen einfach überessen. Das geht richtig gut bei Jyoti. Es ist immer genug da und es ist immer köstlich. Meistens zumindest, also für die meisten, nicht für alle. Ne? Und dann, ich habe das zigmal gemacht, 2 Stunden Magenweh. Ist einfach eine andere Form von Dukkha. Und da können wir, wenn wir es schaffen, es tatsächlich vermeiden. Manchmal schaffen wir es nicht, das ist ein anderes Ding. Aber wir sehen, wenn wir genau hinschauen, es gibt Möglichkeiten, es gibt eine Bandbreite von Möglichkeiten, damit umzugehen. Dann gibt es auch Leiden, das im Zusammenhang mit unserem sozialen Umfeld entsteht. Das ist auch oft eine Frage, welche sozialen Strukturen bei uns herrschen, welche sich etablieren und wir nehmen ja selber Einfluss auf unser soziales Umfeld, unsere Strukturen in unserer Gesellschaft. Hier gibt es sehr starken Druck, erfolgreich zu sein. Leistungsgesellschaft, extrem, welcher Druck da herrscht.
Oder manchmal der Druck, ein bestimmtes Aussehen zu haben, eine sexuelle Richtung zu verfolgen. Und anderes, was in unserer Gesellschaft ist. Und auch hier sind wir gefragt, genau hinzuschauen, wo können wir Einfluss nehmen, wo lassen wir uns beeinflussen, unter Druck setzen, wo wollen wir unsere Freiheit gewinnen. Dann gibt es natürlich psychisches Leiden, das wir alle kennen. Verschiedenste Emotionen, die leidvoll sind, denen wir uns leicht verstricken. Wollen wir sie fördern, dass sie weiter wachsen, wie Neid, Eifersucht, Geiz? Oder wollen wir unseres dazu tun, dass die langsam abnehmen? Dazu sind wir auch unter anderem hier. Dann gibt es auch natürlich psychische Erkrankungen, Depressionen, Psychosen. Es gibt auch die tiefen Gefühle von Minderwertigkeit oder Hochmut, Stolz. Beides, die unglaublich trennen. Wir wollen uns auf sehr vielfältige Art und Weise, müssen wir da hinschauen, anerkennen, was da ist und dann Wege finden, wie gehe ich damit um. Es gibt auch Leiden, das finde ich sehr spannend, oder Dukkha, dass wir durch bestimmtes Verhalten zum Beispiel verursachen. Ja, wenn ich andere belüge und betrüge, dann schaffe ich nicht nur in der Beziehung sehr viel Dukkha, sondern auch in mir Dukkha. Wir können schauen, wie fühlt sich das in mir an. Und da sind wir dann gefragt, eben ja, kann ich dieses Verhalten einfach lassen? Kann ich aufrichtig sein? Kann ich ehrlich sein? Kann ich in meinem ethischen Verhalten wirklich sorgfältig sein? Ja, einfach durch mein wirklich Hinspüren, Kontakt sein, was das in mir macht und in der Beziehung mit anderen macht und bei anderen macht. Also ihr seht, es hat sehr viele Aspekte, Dukkha zu verstehen. Sehr viele Aspekte. Und dann ergänzte Buddha noch die Liste. Oh Gott. Und zwar auf subtilere Formen von Dukkha. Und hier ist es auch, weil wir da schaut er einfach, wir kennen ja, wir meinen ja, wenn ich dieses Dukkha los bin, entsteht Zucker. Ja, tut's auch ein Stück weit. Aber der Buddha sagte dann auch, ja, Zucker ist aber eigentlich auch Dukkha. Weil er sprach hier davon, Ruth Dennison, eine ganz zauberhafte Lehrerin, die inzwischen verstorben ist, aber es gibt einen Film über sie, gell? Sie hat das Beispiel immer von diesem Leck in Kanoe gebracht. Und da müsst ihr euch vorstellen, ihr seid auf einem wunderschönen See, alles ist wundervoll, schön klar, ruhig, warm genug, ihr seid im T-Shirt, aber nicht zu heiß, ihr paddelt darüber, die Kraniche fliegen, es ist einfach zauberhaft. Ihr seid auch nur mit netten Leuten dabei, ne? Oder in Stille, je nach, wie ihr es wollt. Es ist wirklich so, wie ihr es euch immer erträumt habt. Ja? Ihr paddelt so lang, ihr habt nur ein ganz kleines Problem. Das Kanu hat ein kleines Leck. Und ihr müsst immer wieder das Wasser ausschöpfen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig tragisch. Aber immer wieder Schwamm nehmen, Wasser aufsaugen, ausdrücken, Schwamm nehmen, aufsaugen, ausdrücken. Ja, so. Und das nannte sie das Leck im Kanu. Wie Parinama-Dukkha. Das heißt, es bleibt einfach nicht so schön. Ihr müsst immer wieder was tun dafür, dass es so schön bleibt. Und das finde ich ein so schönes Beispiel. Dass der Körper gesund bleibt, müssen wir was für tun. Ne? So, wir müssen den schrubben jeden Tag, wir müssen den putzen, ne? So müssen die Zähnchen da wieder sauber machen und auch alle 2-3 Tage mal unter eine Dusche steigen, da mit diesem Shampoo zugange sein, dann wieder abtrocknen und dann müssen wir Essen reinstopfen, dann kommt hinten wieder was raus, dann müssen wir zigmal auf Toilette gehen, dann müssen wir Körperübungen machen, damit das alles wieder funktioniert oder immer weiter funktioniert. Und. Ja, auch schöne, wirklich tiefe Beziehungen. Ja, die leben davon, die bleiben nur lebendig, wenn wir uns immer wieder da auch bemühen drum. Ja, wenn wir immer wieder nette Sachen sagen, wenn wir irgendwie was Nettes zusammen machen, ne? Es bleibt nicht von allein so. Das finde ich so schön, wie Parinama Dukkha. Also, das ist eine andere Qualität. Ja, dieses ein wenig, ja. Und neben dem haben wir auch keine Garantie, dass das bisschen an Anstrengung reicht, dass es immer schön bleibt, neben, dass es nur Zucker bleibt, ja.
Dann gibt's doch Dukkha. Dann, ach, ich habe mich doch so angestrengt. Warum müssen wir jetzt diesen Disput haben? Ich war doch so nett zu dir. Warum bist du traurig? Das zieht mich so runter. Bla, bla. Seht ihr, das ist Viparinama Dukkha. Und als letztes sagte der Buddha noch, alles, was zusammengesetzt ist, ist Dukkha. Und das weist auf diese Sache hin, die der Buddha sehr, sehr stark ins Zentrum genommen hat, die Lehre von nicht selbst, nicht ich. Oder anders gesagt, was wir als einzelne Teile immer isolieren, die Person, die Matte, die Säule, das Haus, der Beatenberg, setzt sich immer zusammen aus einzelnen Teilen, aus vielen einzelnen Teilen. Und diese vielen einzelnen Teile sind alle in Bewegung, sind alle unberechenbar, die sind einfach am Fließen. Und die sind auch nicht nur am Fließen, sondern die werden auch noch von anderen und anderem beeinflusst. Hier, euch selbst. 3 Nächte nicht geschlafen, seid ihr anders drauf. Ja? 3 Tage nichts zu essen bekommen, seid ihr auch anders drauf. Also es ist einfach, wir sind nicht so, wie wir sind, aus uns selbst heraus. Wir sind abhängig davon, wenn wir so sind, wie wir sind, von vielen anderen Faktoren, über die wir nicht alle Einfluss haben. Sankhara Dukkha. Statt es zu übersetzen, spürt rein. Das ist eine Qualität, die wir da erspüren können, die sehr spannend ist und die uns auch wirklich auf diesem Weg weit begleitet, damit wir verstehen, was der Buddha wirklich meint unter Freiheit von Dukkha. Die Betrachtung der einzelnen Formen von Dukkha braucht Mut, braucht Entschlossenheit, Beharrlichkeit, braucht eine grundlegende Akzeptanz und auch einen weisen Umgang. Und letzten Endes, jedes Verstehen beginnt immer mit Akzeptanz. Ich muss es annehmen, damit ich mich zuwenden und verstehen kann. Und das ist das, was wir hier in der Vipassana-Meditation sehr üben. Annehmen, was ist, wie es ist in diesem Moment, so dass ich es verstehen kann. Das heißt nicht annehmen, heißt so oft, jetzt halte ich es fest. Annehmen, dann bleibt es für immer, dieser Schmerz, diese Unzulänglichkeit, diese Emotion, dieser Gedanke, diese, was jetzt gerade ist. Da haben wir so viel Angst davor, aber genau das Gegenteil davon ist der Fall. Wenn wir akzeptieren, uns öffnen, kommen die Dinge in Bewegung. Und wir können uns zuwenden, das Herz kann sich öffnen, Mitgefühl kann entstehen und wir können tief schauen, tief verstehen. Aber diese Akzeptanz, dieses Annehmen ist wirklich etwas Großes. Das klingt einfach und leicht. Und es ist richtig, richtig schwer. Ja, wir wissen das alle, die schon auf dem Weg sind, immer und immer wieder mich zu öffnen, dem, was ist, wie es ist, dem Schmerz, der Unzufriedenheit, dem Verlorensein, diesem Gedanken. Wir würden es so gerne kontrollieren. Wir hätten es gerne immer schön. Also diese Akzeptanz, das heißt sich öffnen, statt zu verschließen, ist einfach völlig konträr gegen es, wie wir gepolt sind. Deswegen fällt es uns auch so schwer. Wir wollen uns öffnen, es tut es einfach nicht. Es hat nicht damit zu tun. Ich möchte der Angst begegnen. Ich renne davon. Das braucht sehr viel. Und deswegen ist es die Richtung, in die wir gehen, die Intention, in die wir gehen. Und dennoch werden feststellen, wir können das nicht immer. Also diese Akzeptanz von Dukkha, allen Formen von Dukkha, sogar die Akzeptanz, einfach dieses sich öffnen, dem was ist, jetzt wie es ist. Einfach ohne Dukkha. Selbst das ist einfach nicht unser Normalprogramm. Unser Normalprogramm ist anders. Wir filtern aus, wir ignorieren, wir bekämpfen, wir halten fest. Ja, das ist das, was unser Normalprogramm ist. Und es ist so normal, dass es uns gar nicht komisch auffällt. Deswegen finde ich den Buddha so genial. Es ist völlig normal, unsere Reaktivität. Und wir haben eigentlich kein Problem damit, lange Zeit, bis wir irgendwann drauf kommen, irgendwie werde ich dennoch nicht glücklich. Ich komme irgendwie nicht weiter. Ich komme nicht wirklich in eine innere Zufriedenheit und Verbundenheit.
gibt's da nicht einen anderen Weg? Das ist das, was den Buddha so beschäftigt hat. Gibt's da einen anderen Weg als dieses Normalprogramm? Kein Wunder, seid ihr bei etwas ziemlich Seltsamem gelandet. Einige haben es heute auch gesagt, ja, dieses Auf- und Abgehen, Zombie-Land, ja. Ziemlich zombie-mäßig. Seltsam, komisch. Ja, wir tun etwas sehr Seltsames. Und so zu öffnen, statt wegzurennen, zu manipulieren, in Reaktivität weiterzumachen und zu schauen, wie am besten kriege ich alles hin. Da gibt es ganz viele Kurse für. Hören wir damit auf hier. Hören wir damit auf, ohne aufzuhören. Weil die Intention ist auch immer noch Freiheit von Dukkha. Also als erstes, was uns dabei begegnet, weil wie gesagt, wir können das nicht leicht, ist, dass wir sehen unsere Reaktivität. Dass wir sehen unsere Abwehr, dass wir sehen, wie wir zumachen, dass wir sehen, wie wir klammern, dass wir sehen, wie wir verleugnen. Ja? Das ist das Erste, was wir begegnen. Und auf eine Art spüren wir da auch, das ist nochmal Dukkha obendrauf. Es fühlt sich richtig leidvoll an. Und wir sehen auch, es bringt uns nicht wirklich weit. Und das wirklich immer klarer zu sehen, lässt uns aber erst auf den Weg gehen, dass wir wirklich einen anderen Weg gehen wollen. Es lässt uns die Motivation in uns reifen. Wir müssen es in uns selber sehen, dass wir das innerlich tun, das ist das Schwierigste. Aber wir sehen natürlich auch, wie das andere mit sich tun und uns gegenüber tun. Das ist einfach das Normalprogramm. Sollte uns nicht wundern. Wohin führt das? Shantideva, ein großer Meister, der auch im tibetischen Buddhismus sehr, sehr geschätzt wird, der sagt dazu, zu tun, was man nicht möchte. Ja, also wenn man das tun soll, was man nicht möchte. Und daran gehindert zu sein, zu tun, was man möchte, ist Nahrung für einen unzufriedenen Geist. Ja, das ist mal entdeckt, wenn ihr gebeten werdet, etwas zu tun, was ihr nicht tun möchtet, oder ihr müsst, dürft etwas nicht, oder könnt etwas nicht tun, was ihr gerne tun würdet, dann werden wir unzufrieden. Und wenn wir das nicht sehen, ganz schnell, Shantideva sagt, dadurch wächst der Hass, diese ablehnende Kraft, der Hass und zerstört mich. Und das ist der ganz wichtige Punkt, den wir oft nicht sehen. Wir denken oft, es ist richtig gut, dann zerstöre ich den anderen. Aber wirklich, und das brauchen wir, dass wir das selber sehen, es zerstört mich. Es schließt mein Herz, das ist mein eigenes Gift für meinen Geist. Dann sagt er, wenn Weise Leid erfahren, bleibt ihr Geist klar und rein. Die erfahren Dukkha mit anderen Worten, auch die erfahren Leid. Aber der Geist bleibt klar und rein. Und dahinter wieder die Weisheit. Denn, sagt er, wenn man gegen Störgefühle, also gegen diese inneren Hassgefühle, einen Kampf führt und gegen diese, nicht nur den inneren Hass, sondern wenn man gegen diese Störgefühle, also das, was das Leid, also das Dukkha in uns hervorruft, die Frustration, der Ärger, die Enttäuschung, die Unzufriedenheit, statt sie anzunehmen, statt mich zu öffnen, wenn ich gegen sie einen Kampf führe, entstehen dadurch nur noch mehr Verletzungen, sagt er. Und das wirklich klar zu sehen, das ist das, die Motivation, einen anderen Weg zu gehen. Wir sehen, ja, wir werden unseren alten Weg gehen. Wir werden es tun. Keine Sorge. Und es geht gar nicht drum herum, ja. Und seht einfach nur mit Klarheit, wie es eure Unzufriedenheit wachsen lässt. Wie es euch enger macht, wie es euch frustrierter macht, wie es euch noch mehr Dukkha bereitet. Und irgendwann sagen wir, nee, ich will nicht mehr. Es gibt so eine Phase in Praxis, es ist eine ganz ekelhafte Phase in Praxis, ja. Also am Anfang setzen wir uns hin und wir sehen das und wir gewinnen unsere Erkenntnisse und dann wissen wir, aha, wenn ich gegen die Störgefühle führe,
dann macht es noch mehr Dukkha, noch mehr Leid. Und dann, na klar, wollen wir das nicht tun. Wir haben es jetzt verstanden, erkannt. Wir haben die besten Vorsätze, es nicht länger zu tun, gegen den Schmerz festzuhalten, ihn abzuwehren oder ihn, ja, uns zu verschließen. Und dann kommt der nächste Schmerz und wir tun genau das Gleiche. Wir verschließen uns, wir bekämpfen es. Und wir wollen es eigentlich nicht und wir können es nicht verhindern. Das ist eine ganz ekelhafte Phase von Praxis. Das Muster läuft weiter, obwohl wir schon woanders hin wollen. Aber das Wollen woanders hin ist einfach noch nicht tief genug, ist noch nicht mit Haut und Haaren. Wir hängen noch, also es hängt, nicht wir, es hängt einfach noch am Alten. Und in meiner Erfahrung braucht es dann eine gehörige Portion von Dukkha. Wie wenn ihr mit einer Hand eine heiße Kartoffel anfasst, ihr lasst die sofort wieder fallen. Da braucht ihr euch nicht lange zu überzeugen, ja? Sie muss heiß genug sein. So ein bisschen ist es auch mit dem inneren Verhaltensweisen. Wenn wir wirklich merken, ouch, das tut eigentlich wirklich innerlich weh, dann beginnen wir mehr und mehr in uns reift, so eine innere Kraft, die uns da wirklich wegzieht von, die uns wegtreibt, die uns in Entschlossenheiten den Mut gibt, einen anderen Weg zu gehen. Also, und dabei begegnen wir immer wieder auch sehr viel Ängsten. Ja, sehr vielen Ängsten, weil es ein völlig neuer Weg ist und weil wir uns Dukkha eben statt abzuwenden, zuwenden. In dem Sinne möchte ich euch wirklich hier auch vermitteln, es braucht recht viel. Weil wir, es hört sich einfach an und dann denken wir, ach, warum mache ich das nicht, ne? Es braucht recht viel, damit wir das wirklich tun. Die Angst ist auch eine Reaktion aus der Kraft der Täuschung. Täuschung, auch die werde ich noch weiter eingehen. Es ist eine ganz tiefe, sitzende Struktur in unserem Wahrnehmen, dass die Dinge anders erscheinen lässt, Erfahrung einfach anders erscheinen lässt, mich und andere Personen anders erscheinen lässt, als es ist. Lässt sich völlig erklären und die Bewusstseinsforscher sind da völlig d'accord. Ja, das ist eine sehr zauberhafte, verrückte Geschichte, die unser Geist da macht. Ich habe mal gelernt in Biologie, ihr sicher auch, meine Augen gucken und meine Netzhaut, da kommen diese Lichtstrahlen rein, dann wird das Bild abgebildet 1:1 auf meiner Netzhaut. Das Ganze wandert dann in mein Gehirn und wird da in diesen ganzen Sachen da wahrgenommen und in Konzepte verpackt. Und ich würde jetzt eigentlich denken, ich sehe 1:1 die Wirklichkeit. Meine Augen funktionieren. Ja, ich sehe 1:1. Und da gibt's so viele lustige Forschungssachen. Da müsst ihr einfach mal YouTube, wenn ihr wieder draußen seid, könnt ihr ein bisschen googeln. Ganz witzig. Es war ein Kollege, der hat das mal, da haben wir so einen Workshop gemacht, und da hat er dann so ein Filmchen gezeigt. Das war wirklich erstaunlich, weil ich hab's auch nicht gesehen. Ja, so. Da waren zwei Basketballmannschaften, die haben so ein Basketball gespielt, so hin und her. Und man sollte einfach gucken, wie oft geht der Ball nach unten. Ja, so und ein bisschen zählen. Und da war man mit beschäftigt. Ich habe ein bisschen vergessen, worum es, also man war mit diesem Ball beschäftigt zwischen den Leuten. Und haben den Film geschaut und alle auf den Ball geguckt, ich auch, und gezählt. Und hinterher wurde gefragt, ja, wie oft war der auf dem Boden und so. Und dann kam die Frage, und habt ihr den Gorilla bemerkt? Wie? Gorilla? Ich habe keinen Gorilla gesehen. Dann wurde der Film nochmal gespielt, jetzt mit der Information, da ist ein Gorilla taucht auf. Und das war wirklich erstaunlich. Das war natürlich ein verkleideter Gorilla, es war ein Mensch in Gorilla-Kostüm. Und der sprang dann mitten in das Spielfeld, direkt vor die Kamera, lebensgroß, und wuschelte da so richtig rum. Und den haben wir alle nicht gesehen. Diesen Gorilla. Und irgendwie ist schon echt erstaunlich, wie der Geist, also meine Augen haben das sicher wahrgenommen, aber dann in der Wahrnehmungsverarbeitung obendrin hat den weggestrichen, weil ich wollte Ball zählen. Und so gehen wir durch das Leben. Also dass das nicht immer 1:1 die Wirklichkeit spiegelt, dass wir etwas Missverständnisse ab und zu haben, andere Dinge wahrnehmen und sagen, ach, hast du nicht gesehen? Der andere sagt, nee, habe ich nicht, wie kannst du nur, mit uns so streiten drüber, ne?
ist völlig verständlich. Wir werden nie die Dinge gleich wahrnehmen. Nicht einen Vortrag gleich hören, nicht eine Sache gleich wahrnehmen. Und einfach damit, das einfach aufzunehmen, das ist die Täuschung. Und die Täuschung, die macht das immer wieder, also nicht nur, dass man Gorillas nicht sieht, sondern es streicht kleine Veränderungen weg. Ja, so alles, was sich nur so ein bisschen ändert, wird sozusagen die Veränderung wegradiert. Dann nehme ich immer gerne das Beispiel von diesen Rätseln. Zwei Bilder, genau gleich, also nein, ähnlich, sehr ähnlich. Dann steht unten drunter, zwischen A und B gibt's 8 Unterschiede, finde mal. Ja, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, die gab's früher sehr häufig, habe ich immer gern gemacht. Und der erste Blick drauf, nee, sehen ähnlich aus. Zweiter Blick, oh ja, da ist ein Strich weniger, dort fehlt eine Wolke und da eine Blume, 3, fehlen noch 5. Und dann geht die Sucherei los. Richtig harte Arbeit. Und hinterher ist es völlig offensichtlich. Das ist das, was der Geist macht. Ja? So. Kommt der Partner wieder daher, die Partnerin hat eine neue Frisur. Immer nicht wahr. Keine. Und die guckt uns nur an. Wieso? Bemerkst du mich? Ja. Es kann natürlich auch mangelndes Interesse sein. Das ist klar. Aber es ist zum Teil auch einfach diese Wahrnehmung, die einfach, diese Täuschung, die in unserer Wahrnehmung drin ist. Die macht auch, dass wir meinen, ich bin real, wirklich da, ich habe das alles, ich bin ich und ich existiere völlig unabhängig von euch. Na, völlig klar, ja. Ich war schon immer, ich werde immer sein. Dieses Empfinden von ich bin. Das entsteht in unserem inneren Prozess. Und diese Täuschung, diese hat Konsequenzen, die sind extrem wichtig, weil die verstricken uns in Dukkha. Aber dazu sage ich dann nochmal ein andermal mehr. Wenn wir es wagen und uns dem Leiden zuwenden, uns annehmen und zulassen, was uns das helfen soll und tun soll, es befreit uns von dem Zwang zu handeln. Wir dürfen handeln. Manchmal brauchen wir auch den Mut zu handeln. Ja, eine Veränderung herbeizubringen. Es ist nicht immer nur, lass es einfach geschehen und tu nichts. Das ist nicht die buddhistische Aussage. Manchmal sind wir wirklich gefordert, auch eine Veränderung herbeizuführen. Und dennoch, dieses Annehmen, Akzeptieren, Zulassen befreit uns von dem inneren Reaktivität oder dem Zwang zu handeln, dieser inneren Enge. Wir handeln aus Weite, wir handeln aus Verbundenheit, wir handeln aus Mitgefühl und nicht aus Reaktivität, nicht aus Hass heraus, wie Shantideva sagt. Und diese Freiheit ist die Freiheit, von der der Buddha spricht. Dieser Freiraum, der da entsteht. Und mit diesem Freiraum können auch sagen, da steckt die Gelassenheit drin, da steckt die Metta drin, da steckt Tonglen drin, da steckt Liebe drin. Und diese Freiheit oder diese Gelassenheit ist die Grundlage für Zufriedenheit. Wir dürfen es schön haben, wir dürfen Dukkha verändern, aber wir müssen nicht. Ja, dieses Müssen, dieser Zwang fällt weg. Und auf einmal bekommt das Leid oder das Leidende verliert seine, das Belastende. Welch Leid wir auch erfahren, wenn Akzeptanz da ist, gibt es in uns immer einen Ort der Ruhe, einen Frieden im Herzen. Und gerade in dieser Friede im Herzen, der ist nicht zerstörbar von keinem Dukkha. Und gerade das sich öffnen dem Leiden kann uns zu diesem Platz führen. Ich möchte enden mit einem Gedicht von, ein bekanntes Gedicht, von Rajani. Und ich möchte es einmal auf Englisch lesen und einmal auf meine deutsche Übersetzung. Und ich finde das Englische einfach schöner. So, ursprünglich auf Englisch. Ich lese es langsam, wenn ihr es nicht versteht, es kommt noch auf Deutsch. There is a brokenness, out of which comes the unbroken.
A shatteredness out of which blooms the unshatterable. There is a sorrow beyond all grief which leads to joy, and a fragility out of which depth emerges strength. There is a hollow space too vast for words, through which we pass with each loss, out of whose darkness we are sanctified into being. There is a cry deeper than all sounds, whose serrated edges cut the heart as we break open to the place inside which is unbreakable and whole. Es gibt ein Zerbrochensein, aus dem das Unzerbrochene entsteht. Ein Zersplittertsein, aus dem erblüht, was nicht zersplittern kann. Es gibt einen Kummer jenseits aller Trauer, der zu Freude führt, und eine Zerbrechlichkeit, aus deren Tiefe Stärke steigt. Einen leeren Raum gibt es, zu weit für Worte, den wir mit jedem Verlust durchqueren, aus dessen Dunkelheit wir ins Sein geweiht werden. Es gibt da einen Schrei tiefer als jeder Laut, dessen scharfkantige Ränder uns das Herz zerschneiden, während wir offen brechen zum inneren Ort, der unzerbrechlich ist und ganz. In dem Sinne viel Mut, dem zu begegnen, und gleichzeitig, wenn unsere Grenzen erreicht sind, ändern wir die Position. Stehen wir auf und gehen, lenken wir uns auch mal ab. Der Geist fällt dann schon in seine Tagträume. Und wir gehen Schritt für Schritt in diese Offenheit.